Danke für eure Geduld. Es ist nicht so einfach, bis in die Mongolei zu telefonieren, eine Leitung herzustellen. Aber ihr habt gewartet und Galsang ist schon hier dabei, unser geliebter Galsang Chinak. Ich hole ihn ins Bild. Jetzt seht ihr ihn und seine deutsche Frau Sabine auch gemeinsam mit uns hier sitzen. Stellt euch vor, hättet ihr euch je gedacht, dass ihr so schnell in die Mongolei reist? Gell, Sabine, das ist sonst etwas mühseliger, wenn du bereist bist und jetzt gerade auch wieder dort bist. Darf ich dich zuerst begrüßen? Hallo Sabine, Ja, wir schön, dass hören alles dich. geklappt hat. Sehr schön. Und wir haben auch ganz viele Live-Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Ich freue mich sehr auf diese gemeinsame Mittagspause. Für uns ist es ja eher eine Mittagspause, ein Lunch-Meeting. Und für euch ist schon Abend, richtig? Ja, kurz vor Ah, 7 Uhr ist es. okay, gut. Ja, dann darf ich eine kurze Einleitung sprechen. Nicht jeder kennt schon Galsang Chinak, wobei ich das gar nicht verstehe. Bei so vielen Büchern, wie du in Deutschland geschrieben hast, so viele Jahre, wie du hier schon auch beim Frankfurter Ring zu Gast warst, in der Zeit hätte man schon Gelegenheit gehabt. Jetzt wird die Gelegenheit immer seltener. Deswegen habe ich auch gesagt, wir haben heute eine Sternstunde. Nun, wer ist Galsang Chinak? Er wird natürlich gleich in eigenen Worten viel besser noch sprechen, aber ein bisschen möchte ich aus meiner Erfahrung und Geschichte am Anfang euch mitgeben. Er ist das, was ich einen Brückenbauer nenne. Ein Brückenbauer, der das Morgenland mit seinen urzeitlichen Schamanen und dem Nomadentum und das Abendland mit den neuzeitlichen technischen Fortschritt, sofern man das so nennen kann, in seinen Werken verbindet. Und uns beide Kulturen, das ist das Spannende, näher bringt. Ich habe so viel über meine Heimat, über Deutschland gelernt und nicht nur über die Mongolei. Warum? Weil Galsang eine Ausbildung in Deutschland gemacht hat. Vor vielen Jahren hat er in Leipzig studiert. Germanistik, stellt euch vor, da kommt ein junger Mongole nach Leipzig und kennt niemanden, aber er kommt und geht an die Universität und studiert. Und jetzt machen wir einen großen Zeitschritt. Er bekommt mehrere deutsche Literaturpreise sowie das Bundesverdienstkreuz. Das haben wir hier alle, glaube ich, noch nicht geschafft. Da bist du der Einzige unter uns, Galsang, der all das heute mitbringt. Jetzt hast du aber noch andere Hütchen auf. Eines sehen wir. Und das trägst du als Stammesoberhaupt deines Volkes, der Tuva aus der Mongolei. Ein anderes ist das des Schamanen, des Heilers, der mit Worten und mit Berührung heilen kann. Beides durften wir mehrfach hier genießen, lieber Galsang. Und es hat uns oft zu Tränen gerührt und zugleich Lachsalven ausgelöst, ohne Ende. Unvergessen sind diese Stunden mit dir und ich wünsche allen, die heute
uns hören, dass ihr diese Gelegenheit nutzt, im November, wenn Galsang tatsächlich wieder nach Deutschland mit Sabine kommt, ihn auch zu begegnen. Schaut, ob euch dieser Tag am 5. November, ist es soweit, möglich ist. Alle Gründe sprechen dafür, diese Begegnung wahrzumachen. Doch jetzt lasst euch auf eine persönliche Begegnung ein bisschen ein und wir schauen mal, welche interessanten Dinge Galsang uns heute berichten mag. Und denkt immer dran, er hat den Schalk im Nacken. Das heißt, manchmal weiß man gar nicht genau, was er meint. Ist das jetzt ein Kompliment oder eher ein kleiner Stachel? Ein Punkt zum Nachdenken? Ja, das ist Galsang. Immer für eine Überraschung. Herzlich willkommen, lieber Galsang. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Ich freue mich, wenn du heute zu uns sprichst. Und jetzt übergebe ich das Wort an dich. Hallo, wo ist er denn? Galsang? Galsang, wo bist du? Jetzt ist er vor Schreck aus dem Bild gefallen. Galsang ist weg. Müssen wir mal schauen, wo er geblieben ist. Wahrscheinlich irgendwo eine falsche Taste geklickt. Also noch ist er nicht ganz rausgefallen. Wir müssen mal schauen. Gute Nachrichten. Er ist dabei, reinzuwählen in unser Zoom. Also es kann nicht mehr lang dauern. Ich muss schauen, dass er bei uns auftaucht. Der Warteraum ist offen. Christine, du wolltest dich melden. Hast du etwas zu sagen? Kann das sein? Ja, wunderbar. Dann schalte ich dich gerne dazu und stell dich mal vor. Du bist ja auch eine wichtige Person hier. Und erzählst uns gleich was. Guck mal, Christine kommt jetzt hier rein und ich nehme dich auch gleich hier auf die Bildleiste. Dauert noch einen Moment, dann sehen dich auch alle, während Galsang noch sucht. Dann darf ich euch kurz vorstellen, Christine Scharlip vom Förderverein Mongolei. Die unterstützt uns heute anscheinend auch. Das freut mich, Christine. Ich wusste nicht, dass du Zeit hast. Sehr schön, dass du drin bist. Dein Mikro ist gleich frei. Ich glaube, es ist frei. Ja, gut. Mein Mikro ist an. Britta, vielen Dank. Ganz toll, dass ihr diese Veranstaltung möglich macht. Ich bin Vorsitzende vom Förderverein Mongolei e.V. Seit einem Jahr. Und wir haben mit Galsang und seinem Sohn auch schon Online-Seminare veranstaltet. Und es ist natürlich immer so ein gewisser Angang, wenn man mit der Technik nicht so vertraut ist. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich vorhin nicht mehr in euren Warteraum reinkam. Also ich kam einfach nicht mehr rein. Und vielleicht hatte er jetzt dasselbe Problem. Ja, der war also dann drin. Wir haben den Warteraum vergrößert. Es war ja mehr Andrang als geplant. Aber er versucht es jetzt wieder. Vielleicht erzählst du kurz was, während ich telefoniere über deinen Bezug. Ja? Also ich habe Galsang 2009 kennengelernt bei einer Lesung. Da war ich in einer persönlichen Krise und habe ihn dann nachher immer wieder aufgesucht in den Heilseminaren, die er in Deutschland durchgeführt hat. Und er hat mir einfach persönlich sehr viel geholfen. Und dann bin ich dem Förderverein Mongolei beigetreten 2013 und bin da immer weiter sozusagen in die Arbeit so reingekommen. Und mich begeistert natürlich auch das Baumprojekt. Jetzt sind sie wieder da. Also das Baumprojekt 1 Million Bäume für die Mongolei und die Tuva-Schule, die unser Verein fördert, hat mich sehr begeistert und das begeistert mich auch weiterhin. Er ist aber wieder da und deshalb werde ich mich mal stumm schalten. Sehr gut, dass ihr da seid. Grüß euch.
Wir haben es tatsächlich geschafft. Galsang, das Mikrofon von euch muss noch freigegeben werden, sonst können wir euch nicht hören. Unten links Mikro freigeben. Ja, wir schaffen das schon. Da steht auch Lautschalten. Jetzt habt ihr es geschafft. Schaut mal, wer hier an meiner Seite ist. Die liebe Christine Scharlip vom Förderverein. Und ich habe so ein bisschen mit ihr zusammen die Zeit überbrückt. So, die Leitung ist wieder stabil. Und jetzt nicht mehr rausfallen. Und inzwischen sind wir noch mehr. Also, ruft eure Freunde schnell an. Die können jetzt auch noch dazukommen. Ich habe Galsang vorhin kurz begrüßt und werde jetzt das Wort gleich wieder an ihn übergeben, damit er unsere Zuschauer auch begrüßen kann. Und ja, wollen wir starten, ihr zwei? Ich starte mal. Galsang, sprich zu uns. Ja. Bitte. Darf ich jetzt? Ja, du darfst, du musst. Alle warten auf dich. Also, seid alle gegrüßt. Wir hören dich. Feste gedrückt. Und wenn es ginge, seid auch trotz Corona-Zeit geküsst. Sehr schön. Also dieses Schicksalsspiel hat angefangen vor genau 60 Jahren. 1962. Darüber habe ich in dem ersten Band meiner Memoiren. Kennst du dieses Land? Leipziger Lehrjahre ausführlich erzählt. Also unsere Freundschaft mit Deutschland und mit der deutschen Sprache hat vor einem Jahr 60 angefangen. Und die Sprache schien mir sehr schwer zu sein, schwierige Sprache, aber das Ende kennen wir jetzt. Jetzt will ich wieder nach Europa fahren, unter anderem nach Deutschland und in die Schweiz, um im Unionsverlag mein 40. deutschsprachiges Buch in Empfang zu nehmen. Und in den nächsten Tagen erscheint der Band 2, kennst unter dem Untertitel, kennst du den Berg? Und gleich im nächsten Jahr, gegen Ende des Jahres 23, da werde ich 80. Und zu diesem Jubiläum will man den Abschlussband, Band 3, erscheinen lassen. Unter dem Titel, kennst du das Haus? Also ich bin gekommen zu euch als junger Knabe ohne Erfahrung der Sprache und der Kultur. Jetzt bin ich ein bejahrter Mann geworden, wie ihr in eurer europäischen Welt so schön sagt. Jetzt bin ich ein Senior geworden. Damals war ich ein Junior und ich habe vieles gesehen, vieles erleben dürfen. Und die deutsche Sprache hat mich in die große Welt hinausgeführt. Mein bester Freund war unter anderem ein Johann Wolfgang von Goethe. Und der ist übrigens, wie liebe Britta, in deiner Wohnstadt jetzt geboren worden.
Genau. Und ich kenne seine Wirkungsstadt Weimar recht gut. Ich habe unter anderem in Weimar auch einen Vortrag gehalten mit dem Titel Mein Goethe ist ein Schamane und vieles mehr. Wow. Vor lauter Doktoren, Professoren und Lektoren und vor lauter namhaften Leuten mit der Angst im Hinterkopf. Vielleicht werden sie mich hart kritisieren, anfangen zu protestieren. Goethe, ein Schamane, das gibt es nicht. Er ist doch ein Dichter, ein Staatsmann. Aber nein, als der Vortrag zu Ende ging, kamen alle auf mich zugestürzt. Danke, danke, danke für diese Entdeckung. Jetzt werden wir Goethe von einer anderen Ecke aus, von einem anderen Winkel aus endlich erforschen. Also ich habe mit Deutschland sehr schöne, unglaublich schöne und unvergessliche Erinnerungen. Und aus dem Grund fühle ich mich mit jedem von euch aufs Blut und auf den Knochen verbunden, verwandt. Bei uns sind diese zwei Elemente sehr wichtig. Also knochenverwandt sind alle Menschen, die väterlicherseits herkommen. Und blutverwandte sind alle mütterlichen Verbündeten, Verwandten. Also mit euch bin ich durch Blut und Knochen verwandt, so sehe ich die Sache. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich nach Frankfurt, unter anderem auch nach Frankfurt reisen darf und dort einige von euch persönlich kennenlernen und drücken und, sage ich bescheidenhalber, drücken und küsseln darf. In der Mongolei wird eigentlich nicht so geküsst wie in Europa. Man wird berochen. Also meine Enkelkinder kommen morgens zu mir und halten sich so den Barkopf so hin. Und ich weiß, was ich zu machen habe. Ich gehe so umhörbar, damit sie hören. Lass mich mal. Es ist warm. Dass ich richtig gerochen und geschnuppert habe. Also wenn sie manchmal es eilig haben, zur Schule, schnell zur Schule müssen, rufen sie über die Straße herüber, Opa, und halten den Kopf gebückt und ich mache über die Straße laut. Und da sind sie glücklich und amüsiert und winken und gehen. Also alles ist eigentlich anders als in unseren beiden Ländern, in unseren beiden Kontinenten und in unseren beiden Kulturen. Die Städte haben eine eckige, eckig gebaute, scharf gekantete Kultur, während die Nomaden eine runde Kultur pflegen. Das merkt man selbst bei Bewegungen. Der Nomade grüßt mit langsamen, ausgiebigen,
abgerundeten Bewegungen seiner Gäste. Und wenn ich so an die Sache herangehe, kann ich gleich sagen, ich bin nicht nur ein Brückenbauer der Sprachen und der Kulturen, sondern ein Brückenbauer zwischen Urzeit, UR-Zeit und dann UHR-Zeit, Urzeit. So, die zwei sind da, wunderbar, und wieder im Bild. Also wir werden hier noch Experten für rein und raus in Zoom. Danke für die kleine Geduldspause. Ich werde mal den Faden an der Stelle aufnehmen, denn ja, da sind nette Kommentare schon gelandet im Chat. Und einen würde ich gerne gleich weiterreichen an Galsan, wenn es recht ist. Aber du entscheidest, ob du jetzt schon antworten möchtest darauf. Ja, ich möchte gerne hören. Ja, du möchtest den Kommentar hören. Da hat sich Anita gemeldet. Und Anita würde sich freuen, wenn Galsan etwas zur aktuellen Zeitqualität sagen könnte. Also Lisa aus München, nehme ich an. Anita Maas. Ah, Anita. Anitas gibt es viele. Oh, ich glaube, von jedem Namen gibt es mehrere. Ja, nur Galsan gibt es nur einmal. Ne? Also, magst du uns was auf diese Frage antworten? Ja, ich möchte erst mal die Frage doch hören. Okay, ich sage sie nochmal laut ins Mikrofon. Anita möchte wissen, ob du etwas zur aktuellen Zeitqualität sagen kannst. Ja, es ist eine sehr dynamische, vor Kraft trotzende, aber sehr dumme Zeit angebrochen. Und meine Hoffnung ist, dass wir diese kriselnde, schreiende, kreischende Zeit gleich sehr bald vorbei haben werden. So sehr ich diese Zeit aufmerksam beobachte, möchte ich drin nicht länger leben. Ich brauche eine andere Zeit, ein anderes Zeittempo und Zeitqualität. Also zu dem aktuellen Zeitpunkt bin ich, kurz gesagt, mehr als kritisch. Okay. Anita, das war die Antwort für dich. Eine weitere Frage ist hier, wie ich sehe. Man wünscht sich, dass Galsan etwas erzählt, wie die Begegnung in Frankfurt gestaltet wird. Ich würde ihn gerne kennenlernen und gestärkt werden in dieser Zeit. Liebe Anita. Das ist eine andere. Nein, das ist jetzt nicht Anita, aber den Namen unter anderem, liebe Anita. Liebe Anita und andere, ja. 40 Millionen ja. Weibliche Personen, hoffe ich. Alle hören zu. Zu dem Namen Anita. Da gibt es in meinem ziemlich
in einem meiner ziemlich ersten Bücher, Im Lande der zornigen Winde, ein ganzes Kapitel, so kommt mir vor. Anita war Stellvertretende für die europäisch-deutsche Frau. Und da habe ich möglicherweise vorausgeahnt, dass ich hier die Frage Nummer eins von dir, meine liebe, liebste Jugendliebe Anita, hier kurz vor meinem 80. Lebensjahr begegnen würde. Wie schön. Magst du noch etwas zu dem erzählen, wie sich so ein Tag mit dir gestaltet? Das ist deine andere Jugendliebe, die das fragt. Ja, wie sich der Tag gestaltet? Ja. Da geht alles heraus, was in mir steckt. Ich werde singen, ich werde tanzen, ich werde euch durch was ziehen, durch Kakao, durch Tinte und durch Milch und durch Honig auch. Und ich garantiere, wir werden den Tag so lustig und so intensiv verbringen, wie nur selten an anderen Tagen. Ich bürge dafür. Das kann ich auch. Es war bis jetzt immer so. Und vor allem, du gehst auf alle Wünsche und Fragen nach Möglichkeit ein von denen, die anwesend sind. Da gibt es, wie bei einem Schamanen, kein Programm, was abgearbeitet wird. Aber, Galsan, hier ist noch eine tolle Frage von Lisa. Lisa, ja, frag dich, wie schaffen wir es in dieser dynamischen, kreischenden Zeitqualität, wie du es ausdrückst, unsere Leichtigkeit zu bewahren bzw. wiederzugewinnen? Ja, ein Buch von mir in die Hand nehmen und lesen. Meine Bücher taugen besonders nachts sehr gut als Schlafmittel. Da muss man einen Satz lesen, nochmal lesen und zum dritten Mal lesen und dann weiter nachdenken. Da steckt oft ein Hintersinn in jedem Wort. Und ich bin kein Autor, der über so krimihafte Begebenheiten schreibt. Ich bin ein Schamane, schreibender Schamane. Und da versuche ich, die Zeit zu ergründen und die Gründe herauszufinden, was hinter irgendeinem Geschehen steckt. Oft brüte ich darüber tagelang, manchmal nur stundenlang, und dann finde ich heraus und dann gebe ich das dem Papier hin, überlasse ich dem Papier. Das ist Literatur auf meine Art. Lisa ist ganz glücklich. Sie dankt dir und sie hat auch schon einige Bücher von dir und wird das jetzt auch versuchen. Ja, vielen Dank, Lisa. Genau. Und die Heike möchte gerne etwas über deine schamanische Arbeit wissen. Was sind so Schwerpunkte? Kannst du Beispiele noch nennen? Schamane ist ein Jurtenheiler. Ein Volksheiler, ein Naturheiler. Also der hat keine Medizin in der Hand. Medizin im Sinne von
Aspirin, Analgin und Penicillin. Der hat in der Hand gar nichts. Der hat... seinen Weden und... Die Knochen? Seine Knöchel. Ja. Und... also er hat eine kleine Herde von Knochen und von Steinen. Genau 41 Steine. Was für Steine? Steppensteine, einfach aus der mongolischen Steppe herübergenommen, wo ich etwas Wichtiges erlebe, Dankbares oder Erschütterndes erlebe. Da stecke ich einen kleinen, so kleinen. Ja. Stein ein und das sammelt sich. Und das wird mir eines Tages helfen, als mir dienen als Assistent. Wir assistieren Knochen und Steine und natürlich Gesang. Gesang, 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 nochmal Gesang. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir eine Frage von Timur. Auf welchen Säulen ist deine Art des Schamanismus aus dem Altai aufgebaut? Gibt es alte Prophezeiungen, wie zum Beispiel bei den amerikanischen indigenen Völkern? Ja, Schamanerei ist ja im Grunde ein und dasselbe. Oh, oh. Jetzt ist wieder der Ton eingefroren. Jetzt, hallo, Galsang, könnt ihr uns noch hören? Hallo, Galsang. Man hat ihn so behandelt. Sagst du noch mal, eben war der Ton weg. Der Ton war eben weg. Kannst du den Satz noch mal anfangen? Über den Vergleich. Es gibt den Schamanen nicht. Jeder Schaman ist anders. Und der Schamane kann im Unterschied zu einem Arzt jede Krankheit jedes Mal anders behandeln. Die Zeit eine wichtige Rolle. Und der Ort. Und natürlich auch meine Laune. Was heißt das denn? Ja, es gibt in der Luft liegen verschiedene, durch die Luft kreisen verschiedene Kräfte. Manchmal werde ich gut aufgeladen, lieb, 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 Honiglieb. Honig süß. Aber dann werde ich auch garstig. Ja. Wie ein alter, hungriger Kater. Bereit zum Zerkratzen. Ja, alles erlebt. Galsang, jetzt sagen die Wörter aus dem deutschen Wortschatz. Okay, hier kommt eine Ermutigung von Lisa. Ich kann nur ermutigen, zum Tagesworkshop zu kommen. Ich habe vor vielen Jahren teilgenommen. Das Seminar war kurzweilig und voller Impulse und Erkenntnisse für den persönlichen Weg. Danke, ja. Ach, danke. Ja, Galsang, ich weiß nicht, ob die Tonqualität so besonders jetzt hier rüberkommt. Aber
es ist schon ein Wunsch geäußert worden, dass du uns vielleicht später nachher, wie du magst, eine Kostprobe von deinem Gesang gibst. Was singst du? Jetzt. Was singen? Ja. Schamanengesang. Wie klingt Schamanengesang? Wie können wir den uns vorstellen? Oh, oh. Also ich kann ja sitzend und rüstelnd als alter Mann, längster Rentner, doch eine Probe abgeben. Oh. Also wenn ich einen neuen Ort betrete und dann begrüße ich diesen Ort mit einem Gesang, also Friedensgesang, Wunschgesang. So, jetzt ist wieder ein bisschen still geworden. Jetzt hat das Mikrofon vielleicht seine Tätigkeit eingestellt. Mal gucken, das. Nee, ich sehe, Mikrofon ist noch an. Hörst du mich, Britta? Jetzt höre ich dich. Das Bild ist jetzt auch wieder in Ordnung. Es gibt immer so kleine Schwankungen, aber wir sind an deiner Seite. Wir hören und haben mitbekommen, wie ein Schamane Gesang, wie ein Schamanengesang. Wir sehen uns und Mikros offen. Galsang. Zu hoffen, dass bei unserer Begegnung in Frankfurt, bei der Live-Begegnung, wird es. Oh, hallo, deine Stimme. Deine Stimme ist wieder. Nochmal wiederholt bei unserer Live-Begegnung in Frankfurt. Da machen wir hoffentlich eine normale. Hoffentlich ganz anders ausschauen. Ja, da werden wir dich hören und sehen. Aber toll, dass ihr es immer wieder schafft, reinzukommen. Dankeschön. Ja. Na, da kommen wir noch eine Frage würde ich so gerne noch dir rübergeben. Ich will dich auch nicht überstrapazieren heute. Und unsere Zuschauer sind vielleicht auch nicht so lange in ihrer Pause in der Lage zuzuschauen. Aber wir haben noch etliche dabei und die würden gerne deine Tipps für strahlende Gesundheit erfahren. Habt ihr gehört? Ja? Galsang? Oh, bitte. Bitte noch einmal. Viele Sachen. Aber jetzt von vorne nochmal. Dazu gehören viele Sachen. Das Wichtigste ist, das Kind in sich wach halten. In jedem Menschen wohnt ja unsichtbar das kleine Kind, das er einmal gewesen ist, weiterhin. Viele Erwachsene lassen sein eigenes Kind in sich einschlafen und dieses Kind wach halten und durch diesen und jenen Trick lachen und schreien lassen. Ah,
Ah, was ein schöner Rat. Lachen und schreien lassen. Schreien und kreischen lassen. Kreischen. Singen. Singen. Ja, ja, wiehern lassen. Was ein schöner Rat. Ja, und dazu verhilfst du uns ja auch, wenn du... Ja, heiter bleiben. Heiter bleiben. Ja, wie schön. Du hast ja auch gesundheitlich ist nicht so einfach gehabt, aber bist dank deiner Medizin wieder unter uns. Ich habe gerade gesagt, wir wollen so allmählich zu einem Ende kommen und Mut machen, unbedingt die Reise nach Frankfurt anzutreten. Du tust es immerhin auch mit deinen fast 80 Jahren, die du dann, wenn du im Herbst kommst, ja sicher schon vollendet hast dann. Und, ja. Gell? Und du, für dich ist der Weg nach Frankfurt nicht zu weit, die Kosten sind nicht zu groß, du hältst diese Freundschaft. Ich möchte etwas allen heute noch erzählen. Wir haben neulich gesprochen und dann hast du gesagt, hast du noch das Autokennzeichen FEE, die Fee? Das hast du dir gemerkt über all die Jahre. Ich war so berührt von diesen Erinnerungen, die du an unsere Zusammenarbeit hast. Und dein Gedächtnis ist wie das eines Junior, nicht eines Senior. Dankeschön. Ja. Und ich freue mich, ja. Ich freue mich sehr, dich gesund und munter hoffentlich bald in Frankfurt zu sehen. Ich danke allen, die so lange heute mit Stop and Go es ausgehalten haben. Und vor allem euch natürlich, liebe Sabine und lieber Galsang. Wir sind natürlich noch sehr hungrig und sehr neugierig, was ihr alles zu erzählen habt. Auch wie du, Sabine, dazugekommen bist, wie es für dich als deutsche Frau in der Mongolei ist. Ganz zu schweigen, wie man einen Schamanen überhaupt kennenlernt. Das war heute eine kleine Kostprobe. Genau. Aber ich hoffe, wir werden in Frankfurt die Sache abrunden. Oh ja, das werden wir. Nehmt euch die Zeit. Das ist, lohnt sich auf alle Fälle. Es war eine Sternstunde mit euch und ich freue mich auf weitere Sternstunden hier in Frankfurt. Habt es gut, habt eine gute Reise, eine gute Ankunft. Auf Wiedersehen hier in Deutschland. Vielleicht der eine oder andere auch in der Schweiz kann dir begegnen. Auf das Wiedersehen mit Europa, mit Deutschland. Also bleibt alle gesund, gesund, gesund. Gesund, gesund, gesund. Genau. Das wünschen wir. Und dann drücken wir dich ganz fest. Alles Liebe. Alles, alles Liebe. Alles Liebe, Liebe, Liebe. Alles Warme, alles Helle. Ja. Ciao. Tschüss.